Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Gina Trader Helpdesk. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass wir wieder das Webinar mit Carsten Berger zusammen veranstalten können. Und wie immer ist dieses Webinar für Sie gedacht. Sie haben also die Möglichkeit, rechts im Panel die Chat-Funktion zu benutzen und entsprechend AginaTrader Fragen reinzustellen. Und ich glaube, wir haben mit Carsten Berger wirklich einer der Besten hier, der auch das Know-how mitbringt. Bevor ich aber jetzt an Carsten übergebe, müssen wir einmal kurz den Risikohinweis trotzdem besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen die Inhalte bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wichtig. Okay, dann lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Vielleicht hast du ja das eine oder andere Thema mitgebracht. Und ansonsten, wie gesagt, schreiben Sie gerne schon mal Ihre Fragen in den Chat rein. Super, danke für die Ankündigung, Nelson. Dann werde ich mal den Bildschirm übertragen und den passenden noch aussuchen dafür. Genau. Wie immer, kurze Vorstellung zu mir. Das bin ich, ja, Carsten Berger, 52 Jahre. Von Beruf bin ich Diplom-Verwaltungswirt, lebe 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf. Bin aber gebürtiger Berliner. Wie bin ich eigentlich zum Agina-Trader-Coach geworden? Ja, das fragen mich immer wieder einige und die den Weg zu mir finden. Das liegt einfach daran, dass ich schon länger mit dem Thema Börse, sage ich mal, involviert bin und einfach irgendwann eine Software gesucht habe, die mir einfach Arbeit abnimmt. Ja, und dafür muss ich sagen, es ist nicht, liegt nicht an der Software, erfolgreich zu sein, sondern es liegt an dem Können, erfolgreich sein zu sein. Und die Software kann einen da, sage ich mal, Arbeit abnehmen, so wie es ein Computer oder ein Schreibprogramm, sage ich mal, letztendlich auch tut. Und von daher ist der Agina Trader ein gutes Programm, der sehr viele Dinge miteinander vereint, die für mich passend sind, müssen nicht für Sie passend sein, aber Sie sollten halt auf jeden Fall einen Blick auf den Agina Trader werfen. Und das, was Sie heute noch sehen werden oder das ihr heute noch sehen werdet, ist letztendlich die Mercury-Version, die ja kostenlos bei FX Flat letztendlich hier runtergeladen werden kann, wenn man dann ein Konto eröffnet. Das ist schon mal sehr gut, bietet auf jeden Fall aber erstmal eine Einstiegsversion. Okay, als ich 2013 dann zum, sage ich mal, Agina Trader Coach wurde, habe ich im Vorfeld schon, ich glaube, um die 110 Videos erstellt, Tutorials für den Agina Trader, habe mich intensiv mit dem Manual auseinandergesetzt und festgestellt, dass es halt nicht möglich ist, den Agina Trader rein vom Manual zu lernen. Denn lesen und gleichzeitig anwenden, das passt einfach nicht zusammen. Und deshalb habe ich zahlreiche Videos erstellt, um euch den Einstieg dort zu erleichtern. Zahlreiche Videos sind auch noch auf der Homepage von Agina Trader. Ich habe auch viel mit dem Daniel Stocksreiter zusammengearbeitet dann, um hier, sage ich mal, euch den Einstieg zu erleichtern. Und dann kommen wir mal jetzt zu dem Helpdesk. Und zwar, was erwartet euch hier eigentlich? Na klar, werde ich die Frage gleich beantworten. Was ist das Agina Trader Helpdesk? Wir beziehen uns hier insbesondere auf die Mercury-Version, also die Einsteiger-Version für den Agina Trader, die im Endeffekt im Vorfeld zur, ja, ich sag mal, professionellen Version der Andromeda-Version steht. Ja. Es gibt ja noch die etwas kleinere Version darunter, wo man mit screenen kann und so. Aber die beiden wichtigen, die am meisten benutzt werden, sind, glaube ich, die Mercury und die Andromeda-Version. Und hier in diesem Helpdesk könnt ihr mir natürlich im Vorfeld auch Fragen schicken. Das ist auch diesmal erfolgt. Deswegen werde ich auch zwei Fragen hier gleich vorstellen, die mir im Nachgang zum Webinar nochmal gestellt wurden und mich kurz vorher auch noch erreicht haben. Das ist nämlich genau der Sinn der Sache. Dieses Webinar dient ja euch. Und natürlich könnt ihr auch Live-Fragen hier reinstellen. Bitte beachtet mal, dass wenn ihr aus der Andromeda-Version kommt, ich jetzt hier die Mercury-Version laufen habe
und dadurch gewisse Funktionen natürlich dort ausgegraut sind und auch nicht, sage ich mal, anwählbar sind. Ja. Also trotzdem könnt ihr mir natürlich auch Fragen stellen zur Andromeda-Version, die ich euch dann versuche noch zu beantworten. Ja, die Fragen, die ihr aktuell habt, solltet ihr auf jeden Fall, sage ich mal, heute reinschreiben und nutzen. Denn wirklich live, es ist halt eigentlich kein Vortrag von mir, so wie es bei anderen, sage ich mal, Webinaren möglich ist, sondern soll halt ein direkter Kontakt zum Kunden zu euch sein von FX Flat, damit ihr, sage ich mal, hier auch schnell eure Fragen loswerden könnt. Eine Frage, die mich erreicht hat, und zwar im Nachgang zum letzten Webinar, war vom Tobias. Und vielen Dank, Tobias, für deine, sage ich mal, Frage. Und er hat gefragt, wie speichert man eigentlich die Vorlagen, die man wirklich braucht, um überhaupt einen Chart aufzubauen, so wie es bei mir, sage ich mal, in den Webinaren zu sehen ist. Ja, da ist eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, wir haben die auch schon mal angeschnitten. Das ist ein zentrales Thema, denn wenn man das nicht weiß, wie man Vorlagen speichert, wird man nicht zum Ziel kommen, einen effektiven Arbeitsplatz aufzubauen. Ja, also dieses kleine Geheimnis in Anführungsstrichen möchte ich euch gerne verraten und das ist auch gar nicht so schwer, wenn man da durchsteigt. Eine weitere Frage, wie lege ich Listen an? Ja, was sind eigentlich Listen? Ja, das sind die Dinger oben, die in den Tabs letztendlich als Namen auftauchen und da werde ich euch zeigen, wie wir das anlegen, mit welchem Instrument wir das machen. Und natürlich möchte ich euch noch den Weg zeigen, wie ihr, sage ich mal, für das nächste Jahr, nicht nächste Jahr, sondern das nächste Webinar, mich erreicht. Und zwar könnt ihr entweder an FX Flat oder an cb@tradercoach.de eure Fragen vorab schicken, so wie es die beiden, sage ich mal, Tobias und der andere war, Moment, Stefan waren. Schönen Dank dafür. Unter dem Stichwort Agina Trader Helpdesk einfach mir zusenden, damit ich mich darauf vorbereiten kann und ihr sicher sein könnt, dass das auch auftaucht im Webinar. Okay, dann schalte ich mal einfach auf den Agina Trader auf meinen Perlentaucher, sage ich mal, Layout in der Mercury-Version. Natürlich nicht in der vollen Variante, wie es auf der Andromeda-Version läuft. Das ist natürlich dem geschuldet. Mercury ist kostenlos und Andromeda ist halt zu mieten. Für 89 Euro im Monat, glaube ich, kann man das bei Agina Trader mieten oder die Version halt kaufen. Liegt so bei, glaube ich, 1300 im Moment. Ja, das solltet ihr euch denn mal anschauen. Okay, die erste Frage, die ja war, wie kann man mit Vorlagen letztendlich sinnvoll einen Speichervorgang, sag ich mal, anlegen und was wird eigentlich gespeichert und was benötige ich eigentlich, um etwas sinnvoll zu speichern? Ja. Dazu muss ich jetzt mal wissen, was sind denn die einzelnen Einheiten beziehungsweise die einzelnen Elemente in dem Agina Trader? Und da sieht man hier zum Beispiel auf der linken Seite hier, wo meine Maus jetzt hier ist, die Liste. Ja. Das ist eine Liste. Hier kann ich verschiedene, sage ich mal, ja, statische Listen reinladen. Sind wir bei FX Flat. Sagen wir mal den DAX meinetwegen. Lade mir hier rein. Und dann kriege ich dieses in der Form einer Liste reingeladen. Weiterhin ist in dieser Liste, wo ja die Instrumente aufgeführt werden, hier links, die Möglichkeit, sage ich mal, Indikatoren hinzuzufügen. Hier in der Mitte. Ja. Oder auch, sage ich mal, bei der Andromeda-Version dann halt Signale, die mit 1-0 oder 1 als Condition auftauchen. Oder halt einfach nur wieder in Indikatoren in Form hier von Wochenperformance und Daily Performance. Letztendlich ist es eine Liste, aber gleichzeitig dann auch, wie man es so sagen möchte, ein Screener oder ein Scanner. Ja, also der große Unterschied besteht da nicht. Hier kann ich halt Signale hineinladen oder mir Indikatoren in der Mercury-Version, Signale in der Version des Andromedas. Und genau das hier, wenn ihr dies einmal erstellt habt, genau dieses Rechteck hier könnt ihr abspeichern. Und wenn ihr hier etwas abspeichert, dann speichert ihr nicht die Informationen der Liste hier drin, also BASF meinetwegen als CFD oder Buyer. Oder
In dem Sinne die Werte hier mit 87 von dem Dynamik-Indikator, den ich hier drin habe, sondern ihr speichert diesen Mantel. Ja, also wie so ein, wie bei Excel, wenn er nicht den Inhalt, sondern nur hier oben Name, Symbol, Info, Dynamik, Umkehrstart, Long, Wochenperformance, Daily Performance. Das speichert ihr ab. Und dann könnt ihr euch, ganz egal wo, andere Listen dort hineinladen. Ja, so wie so ein Mantel, sage ich mir immer, den er überzieht, den Inhalt, der kann ein anderer sein. Ja. Also einmal kann Klaus den Mantel anhaben, andermal hat Stefan den Mantel an. Es ist immer derselbe Mantel, aber der Inhalt ist halt eine verschiedene Liste. Und wie speichert man den ab? Ich bin immer ein Freund von Rechtsklick und sage ich mal, diesen Menü, Funktionsmenü mit der rechten Maustaste klicke ich einfach hier wahllos rein und gehe dann mit der Maus nach unten und habe dann hier normalerweise die Scannervorlage. Und jetzt habe ich schon ein Problem. Die Scannervorlage kann ich nicht speichern in der Mercury-Version. Ja, in der Andromeda-Version könnt ihr eine Scannervorlage speichern. Ihr seht also, ihr könnt diese Funktion nicht nutzen, einen Scanner wie ein Mantel in eine andere Liste quasi, in einen anderen, ein anderes Layout rüberzuholen. Ihr müsst die quasi immer neu erstellen. Das ist ein Nachteil. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr aber die Andromeda-Version habt, dann habt ihr den großen Vorteil, ihr stellt einmal einen Scanner, ja, hier meinetwegen mit diesen Signalen, dann mit euren eigenen Signalen, mit weniger Signalen, mit Trendsignalen, mit Kontrasignalen. Und ihr würdet sie dann immer wieder in einer anderen, sage ich mal, Instrumentliste oder so hineinladen können und die einfach austauschen. Ja, das macht euch sehr flexibel, bis ihr, sage ich mal, den richtigen Arbeitsplatz, den richtigen Prozess gefunden habt. In diesem Fall könnt ihr dieses leider nicht speichern. Das ist schade, aber das ist halt eine kostenlose Version. In der Mercury, da ist das nicht vorhanden. Aber trotzdem würdet ihr schon mal diese Funktion auf jeden Fall wissen. Also das wäre die Scanner-Funktion. Wechseln wir auf die rechte Seite, dann haben wir hier, das ist euch auch klar, wo meine Maus wird, links, rechts, dann hier oben hoch. Das ist der Chart. Und zwar umfasst der Chart auch diesen Action Bar, wo diese ganzen Funktionen drin sind, die die Mercury-Version zulässt. Und genau dieses könnt ihr auch speichern. Wieder, ich nehme jetzt wieder die rechte Maustaste, klicke einfach in den Chart und gehe auf Einstellungen. Und dann habe ich hier unten Chartvorlagen. Und da kann ich jetzt auf Speichern untergehen. Ihr seht, ich habe schon einige gespeichert. Das ist jetzt hier mein Perlentaucher-Tool in der Andromeda-Version, wo ich die einzelnen Vorlagen hinterlegt habe. Das muss man chronologisch aufbauen und sinnvoll benennen, damit man sich da auch zurechtfindet, beziehungsweise auch meine Kunden sich zurechtfinden. Ihr könnt dann wirklich, sage ich mal, das, was ihr euch hier erstellt habt, dann auch wirklich abspeichern, indem ihr oben auf Select geht. Ja. Und dann könnt ihr hier Namen vergeben und auf OK klicken. Dann habt ihr das. Ja, ich mache jetzt aber hier mal Cancel, breche es mal ab. Das, was ihr hier seht, wäre dann als Chartvorlage gespeichert. Auch ein sinnvolles, sage ich mal, Speichern dieser Funktion. Denn wenn ihr einmal einen Chart so hingelegt habt, wie ihr ihn haben wollt, meint ihr mit Bollinger Band und mit S8 oder SMA 200, Widerstand und Unterstützung. Die Kerzenfarben, bei mir sind sie schwarz-weiß, damit sich die Indikatoren besser abheben. Geschmackssache. Instrumentlisten, die verlinkt sind, hier alles, was im Action Bar drin sind, Zeicheninstrumente und so weiter. Dann speichert euch das ab. Speichert das auch immer wieder zwischen, denn überlegt mal, ihr macht euch eine Arbeit, ihr stellt euch einen Chart und habt, das dauert eine Weile. Also, das macht man nicht jetzt hier mal eben in 1, 2 Minuten, wenn man die Farben noch anpassen will und so weiter. Und ihr habt eine Menge Arbeit reingesteckt. Und ihr klickt auf einmal diesen Tab weg und dann verschwindet dieses Tab und ihr habt es nicht gespeichert, dann ist auch alles weg, was ihr da drin habt. Ja. Also es ist wirklich sehr wichtig, da zu speichern. Denn viele Kunden haben mich angerufen und sagen, hey, ich habe mir alles erstellt, aber irgendwie komme ich nie wieder zu der Vorlage zurück, die ich hatte. Und das liegt daran, dass man halt Vorlagen speichern muss. Und die niedrigste Speicherebene, die ich immer empfehle zu speichern, die auch in der Mercury-Version geht, ist hier der
die Chartvorlage zu nutzen. Ja? Also ich mache das mit einem Rechtsklick, Einstellungen, dann ganz nach unten fahren, Chartvorlage, speichern unter. Und dann habt ihr eventuell einen Namen, wenn ihr ja schon einen vergeben habt, meinetwegen meine Version, ja, oder Trend, Vorlage oder so, dann könnt ihr direkt draufklicken, dann speichert ihr das darunter ab. Oder ihr gebt eine neue, ja, Version an, dann hierauf klicken und einen Namen vergeben und auf OK. Dann habt ihr es gespeichert. Und dann, wenn ihr das wieder nutzen wollt, könnt ihr in irgendeiner Form, zum Beispiel den Chart da drunter, wenn der noch nicht so weit wäre wie der da oben, müsstet ihr ja theoretisch alles nochmal neu erstellen. Nö, müsst ihr nicht. Ihr klickt dann einfach hier unten rechts rein, Einstellungen, Chartvorlagen und geht dann auf Laden und ihr sucht dann einfach die Version heraus, die ihr gerade hier vorher gespeichert habt. Und so spart ihr euch einfach eine Menge Klickerei. Macht ihr auch keinen Spaß. Ihr wollt ja handeln und hier nicht, sag ich mal, gestalterisch tätig werden. Ladet ihr euch hinein und habt letztendlich dann euch eine Menge Arbeit gespart, habt die gleiche Version. Also immer wieder denken, wenn ihr was verändert, speichert etwas zwischen und versucht es nicht zu überschreiben, sondern macht zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir möchten hier noch 10 andere SMAs mit reinhaben, dann solltet ihr euch diese Version nicht gleich voll überschreiben, sondern vielleicht sagen, okay, 5 von der Namensvorgabe her so sagen, okay, Version 1, Version 2, Version 3, bis ihr den Status gefunden habt, weil sonst müsst ihr immer wieder ewig rumklicken und könnt dann halt immer wieder von einer Version auf die andere springen, bis ihr das gefunden habt. Denn Ziel ist es ja, so ein Arbeitsplatz, wie ich ihn habe, der wirklich sehr effektiv aufgebaut ist. Ihr müsst eine Vision haben, wo ihr hin wollt mit dem Arbeitsplatz. Und das muss chronologisch aufgebaut sein. Und wenn ihr seht, bei vielen Add-ons fehlt es ein bisschen an der Chronologie und einige bessern mittlerweile nach. Ja, man sieht ja meine Webinare und hier wird auch kräftig, sage ich mal, in dem Sinne dann gearbeitet, sehr mal effektiver zu werden und vom Einheitsbild etwas chronologischer und gleichwertig, sage ich mal, letztendlich hier zu erscheinen. Also speichert euch bitte die Vorlagen ab. Schaue ich mal, ob dazu zu der Vorlage noch mal eine Frage kam. Ich werde mir die mal rausziehen, die Fragen. So. Jetzt kriege ich die aber nicht groß. Das ist wieder. So. Aber zu der Vorlage kam jetzt keine Ah, Nachfrage. ich sehe sie jetzt schon ein bisschen. Wenn ich die rausnehme, die Fragen, kannst du sie trotzdem sehen oder sind die denn für dich weg? Nee, ich kann die Nein? trotzdem sehen. Das ist Ah, nur für dich alles da. klar. Nicht, dass ich dir die klaue nachher, wenn du die vorlesen sollst. Das passiert nicht. Okay, super. Also das ist die kleinste Form der Vorlagenspeicherung, wo ihr super drauf aufbauen könnt. Denn wenn ihr eine Chartgruppe habt, ja, so wie hier, dann habt ihr ja zwei Charts mindestens. Das ist eine Gruppe. Das geht ja bis zu 4 Charts hoch. Dann macht es schon Sinn, die Sachen immer zu übertragen und nicht alles wieder mal neu in jedem Chart erstellen zu müssen. Wenn ihr dann alles, sage ich mal, in die einzelnen Charts hineinkopiert sind, bei mir sind es ja nun zwei Charts in einer Listchart-Gruppe. Ja, Listchart-Gruppe ist hier oben. Ja, Listchart-Gruppe ist dieser Button, da nutze ich auch mal einen Button. Ja, ich habe weniger Buttons vielleicht als die meisten da oben drin. Ich bin ein Freund von klaren Arbeitsplätzen und das, was ich wirklich nicht brauche, das nehme ich raus aus dem Arbeitsplatz und räume da ein bisschen auf. Und wie räumt man hier oben auf? Kann ich euch kurz zeigen. Wenn man hier auf diesen Pfeil klickt, dann geht hier rauf Add und Remove Commandos. Und das sind die ganzen Buttons. Da könnt ihr sehen, was es alles noch gibt. Und das, was ich aber nicht brauche, das habe ich im Endeffekt alles entfernt und habe das oben gelassen, worauf ich eigentlich am meisten klicke. Und diese Listchart-Gruppe, aus was besteht eine Listchart-Gruppe, ist dann natürlich die Frage, die man sich stellen muss. Auch eine Listchart-Gruppe kann ich speichern. Und eine Listchart-Gruppe besteht, wie der Name schon sagt, aus dieser Liste. Deswegen habe ich nicht am Anfang Screener gesagt, sondern Liste, was ja auch Screener und Scanner ist, habt ihr jetzt gelernt. Auf der linken Seite, Element Nummer 1, Chart,
Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Könnt ihr als Vorlage nur den Chart speichern, inklusive des Action Bars hier, den Buttons an der Seite. Und dann habt ihr zwei mindestens. Das ist eine Gruppe, ja, oder drei Charts oder vier Charts. Drei werden zum Beispiel so oder so aussehen. Drei. Es gibt da verschiedene, sage ich mal, Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr die Charts vom Container Style hier setzen wollt. Ja, bis zu vier sind möglich. Und das ist dann eine List-Chart-Gruppe. Und wenn ihr das alles so erstellt habt, mit allen Charts, ja, Scanner gespeichert, geht leider nicht in der Mercury, aber in der Andromeda-Version, die den Chart gespeichert, dann könnt ihr diese List-Chart-Gruppe auch speichern. Wie macht ihr das? Natürlich wieder mit dem Rechtsklick, Einstellungen, Chart-Gruppe sind wir diesmal hier unten. Und da geht ihr auf Vorlage, Speichern runter. Und jetzt seht ihr natürlich dieses Feld nicht, weil ich habe drei Bildschirme. Das ist jetzt auf den anderen gesprungen. Also muss ich mal ein bisschen weiter rüber. Moment, normal, Chatgruppe, Vorlage, Speichern unter, da ist es. Und dann gebt ihr den Namen wieder mit Select aus, zeigt ihr Namen ein, klickt auf OK und dann habt ihr diese List-Chat-Gruppe gespeichert. Es ist genau wieder wie vorhin mit dem Scanner und letztendlich auch wie in der Vorlage, so eine Art Mantel, ne? Also er speichert nicht ab in der List-Chart-Gruppe die Elemente, die hier drin sind, in dem Fall die ganzen Indizes, sondern was er speichert, ist dann hier oben das alles, was hier drin ist, Symbol, Börse, Sektor, Detailsektor, Info, Monatsperformance, Wochenperformance, Daily Performance, Gewinn und Verlust zum Beispiel. Weiterhin den Aufbau des Charts. Und zwar auch aller drei Charts mit seinem Action Bar. Also eines der wichtigsten Speicherelemente nach der Chartvorlage, wo ihr nur einen Chart speichert, ist halt die List-Chart-Gruppe. Und auch diese solltet ihr speichern, denn ihr braucht diese List-Chart-Gruppe, um dann diese Tabs aufrufen zu können. Ja, das, was ich hier oben, meinetwegen Märkte, Welt, ETF, Marktklima, Screener EU, Screener US, Long-Short-Liste, Handelsliste und Depotliste hier oben drin stehen habe, genauso wie den Intraday-Bereich. Und diese Listen, diese List-Chart-Gruppen sind halt dafür verantwortlich, dass wenn ihr mal ja, diese Vorlagen, das hier mal löscht, aus Versehen mit hier loslösen und dann weggeklickt oder einfach schließen, und das ist nicht gespeichert, bekommt ihr das nicht wieder. Also bitte speichert eure ganzen Tabs hier oben mit den entsprechenden Vorlagen ab, damit ihr diese auch wiederfindet. Und mit dem Aussehen und dem Layout, was ihr wirklich zuletzt gehabt habt. Denn wie gesagt, das speichert sich nicht von automatisch alleine. Ja, ganz wichtig. So, und jetzt kommt natürlich die andere Frage. Was ist denn an Speicherungen noch möglich, wenn ich eine List-Chart-Gruppe habe? Ja. Natürlich kann ich hier die Chart-Gruppen speichern, ich kann mir Order-Vorlagen erstellen. Ja. Das heißt, wenn ich mir eine eigene Order in den Chart hier hineinlege, dann kann ich mir diese Vorlage auch speichern. Also meinetwegen, ich mache hier eine Kauforder rein, ja, eine Limit-Order und ich mache eine Verkaufsorder rein, eine Stop-Order. Dann kann ich mir diese beiden Orders als Vorlage speichern und muss dann halt nicht immer wieder diese einzelnen Orders zusammenklicken. Man muss ja auch praktisch, sonst, wenn ich da, sage ich mal, ein etwas anspruchsvolleres Order-Konstrukt hätte, dann macht das schon viel Arbeit. Und wenn ich im Minutenchart unterwegs bin, schaffe ich auch nicht, jetzt hier mal eben sechs Orders reinzulegen oder so. Dann, wenn ich das brauche zu meinem System, kann ich das als Ordervorlage speichern? Wie mache ich das? Kein Problem, hier Einkaufswagen. Ja, jetzt nicht shoppen gehen, sondern hier Vorlage vom Chart erstellen. Der nimmt quasi die beiden und dann gebe ich hier auch hier wieder einen sinnvollen Namen aus und klicke auf OK und habe diese Ordervorlage dann da drin. Ja, Test Z. Und wenn ich die jetzt hier reinlegen möchte, kann ich die wieder hier reinholen. Da ist sie. Und dann habe ich die beiden Orders da drin. Eine Form der Vorlagennutzung, ja, um ein bisschen schneller arbeiten zu können. Vorlage entfernen.
Dann hole ich die mal wieder weg. So, damit der Arbeitsplatz sauber bleibt. Okay, das ist diese Vorlagenform. Wenn ich hier oben alles jetzt fertig habe, so wie es bei mir jetzt fertig ist, dann wäre die nächste Möglichkeit für mich der Speicherung, der einen Arbeitsplatz zu speichern. Was ist nun die Arbeitsplatzspeicherung? Logisch, ne, da gehe ich eine Ebene weiter. Dann ist es nicht nur diese List-Schaltgruppe, dieser Tab, sondern es ist im Endeffekt alles, was hier oben liegt. Ja. Tabs werden gespeichert, meine Buttons, also so wie der Arbeitsplatz jetzt aussieht, das kommt in den Speicher hinein. Wie mache ich das? Kennt ihr ja. Wenn ihr jetzt hier oben klicken würdet auf Beenden, dann fragt er ja immer, was ist hier los? Arbeitsplatz speichern. Und ihr sagt ja, dann ist das genau die Funktion. Er speichert diesen Arbeitsplatz so ab. Könnt ihr aber auch initiieren, um zum Beispiel zu sagen, ich möchte jetzt meinen Arbeitsplatz mal völlig umstellen, weil ich habe eine voll tolle neue Idee und ich will mal was ausprobieren, aber ich will nicht, dass es nachher alles, sagen wir mal, eventuell überschreibt. Also wie kann ich das nutzen? Dann gehe ich hier auf Hauptmenü, Arbeitsplatz, Speichern unter und sehe jetzt hier meinen Namen, den ich hier oben für diesen Mercury-Version Perlentaucherstrategie 1.2 vergeben habe. Könnte jetzt hier einfach einen neuen Namen vergeben, meinetwegen 1.3, 1.4 und speichere das ab. Wenn ich das noch ein bisschen ja, besser sortieren will, dann kann ich hier auch die Kategoriefunktion nutzen, einen Namen einfach vergeben für eine Kategorie. Und dann sind meine ganzen Projekte zu diesem Arbeitsplatz, irgendwie habe ich heute Schwierigkeiten, einen Test zu schreiben, darunter abgelegt und dann kann ich die immer sortiert finden. Das wird nicht so eine endlos lange Schlange darunter. Also auch ein guter Tipp, speichert eure Arbeitsplätze, wenn ihr noch nicht fertig seid, immer zwischen, vergebt einen sinnvollen Namen und macht ihn in eine Kategorie. Das macht es wesentlich einfacher. So habe ich auch gearbeitet, bevor ich dann so einen Arbeitsplatz, der recht umfassend ist, sage ich mal, hergestellt habe. Okay. Ich sehe eine Frage von René. Vielen Dank dafür. Wenn ich aus der Liste einen Wert lösche und ich versuche, diesen Wert in der Liste neu zu laden, finde ich den nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, verlorene Werte, süß gesagt, wieder neu zu laden, auch wenn diese nicht mehr in den festen Listen vorhanden sind? Also der Wert verschwindet ja nicht, sondern er ist im Endeffekt in der Registrierung zugeordnet zu dieser Liste herausgenommen, wenn du den gelöscht hast. Also de facto ist es ja so, und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema, wie kriege ich hier die Namen rein? Und dann sind wir auch wieder bei den Listen zu Frenés Frage, zu diesen Tabs, die die einzelnen List-Chart-Gruppen darstellen. Auch eine Frage, die uns ja erreicht hat. Und zwar bekommt man die dazu rein, indem man auf Tools geht, Einstellungen, Instrument Escort. Ja, hier geht es nicht um Violinen, sondern um die im entsprechenden Instrumente, die in dem Fall Aktien sein können, CFDs sein können, Futures sein. Das ist im Margina Trader hier als Instrument bezeichnet. Und hier seht ihr im Endeffekt Details. Das bezeichnet ein Instrument, was man jetzt hier auswählt, aber das interessiert uns gar nicht gerade, sondern hier sind Instrumentlisten gefragt. Dieser Tab, klickt da drauf und dann ist die rechte Seite genau euer Feld. Und wenn ihr hier den Dropdown-Button seht, dann seht ihr das, was ich an Listen angelegt habe. Das ist eigentlich alles meins. Und irgendwann sind da auch Listen bei, die, sage ich mal, irgendwie schon statisch angelegt wurden von Agina Trader Team. Also alles, was hier erstellt wurde, ist da drin. Und wenn ihr jetzt den Namen Depot, wie ihr seht, Sternchen Depot, ja, den habe ich vergeben, den seht ihr auch Sternchen Depot da oben. Sternchen Handel, seht ihr da oben. Sternchen Short, seht ihr da oben und Long und so weiter und so fort. Das heißt, die Namen, die ihr hier eintragt, sind dann später in den Tabulatoren da oben drin. Und jetzt gebe ich euch einen guten Tipp. Viele denken, aha, ich nehme mir mal hier so eine DAX-Liste meinetwegen, ja, oder eine SDAX-Liste.
erstelle mir die hier oben, rufe die hier oben rein und dann mache ich Folgendes, klicke hier einfach oben rein und gehe auf Umbenennen. Ja, und schreibe dann aus der S-DAX-Liste, mache ich meinetwegen Depot. Das ist ganz schön, aber so funktioniert es nicht, weil letztendlich habt ihr nur einen Namen geändert. Im Hintergrund bleibt der zugeordnete die Registrierung bestehen. Das bedeutet, ihr könnt dann halt nicht sagen, hier, das ist Depot und sage ich mal eine Liste, einen Wert von einer Liste in die andere verschieben, die dann auch Depot heißt, weil im Endeffekt wäre das dann die S-DAX-Liste gewesen. Ja, da müsst ihr aufpassen, diese Umbenennungsfunktion ist nur sinnvoll, wenn ihr euch wirklich gut auskennt und die Übersicht bewahrt. Ich nutze die selber nicht. Also, wenn man hier Namen anlegen möchte, meinetwegen Beobachtungsliste oder Ten-Bagger Depot oder was immer, dann geht ihr auf Tools, Einstellungen, Instrument Escort, Instrumentlisten und gebt hier euren Namen ein. Und dann habt ihr hinten noch letztendlich wieder die Möglichkeit, eine Kategorie einzufügen. Ich habe das bei mir so gelöst, dass alle meine Kunden diese Trader-Coach-Listen nutzen können. Dafür habe ich auch FX Flat und FX Flat Pro Werte zugeordnet zu den einzelnen Indizes und so weiter und so fort. Das macht die ganze Sache übersichtlich. So, und wenn jetzt René sagt, eine Liste ist jetzt vorhanden, zum Beispiel, mal an. Wir schauen uns mal ja, Screener EU mal an. Und tun hier mal, was tun wir denn hier? Was kopieren wir da rein? Die German CFDs hinein. So, sind da ein paar mehr. Und wenn jetzt hier ein Wert gelöscht wird, ja, zum Beispiel mit dem X, alle Instrumente entfernen, dann kann es passieren, dass die Instrumente dann nicht mehr in der entsprechenden Liste auftauchen. Ja. Und das passiert dann, wenn ihr die miteinander verknüpft habt. Das heißt, wenn ihr im Agena Trader eingestellt habt, sie sollen sich automatisch immer anpassen, die Listen, dann verändert ihr die. Und das passiert dann, wenn ihr auf Einstellungen geht, Konfigurations-Escort. Und dann seht ihr hier auf hier ganz oben bei der Environment-Einstellung, also im Endeffekt die Grundeinstellung, dann seht ihr hier unten statische Instrumentlisten automatisch aktualisieren. Und das heißt, wenn ihr da was löscht, dann löscht ihr auch den Inhalt der statischen Instrumentliste, die in dem Fall meinetwegen German CFDs. Ja, von FX Flatware oder eine DAX-Liste, ja, oder eine S-DAX-Liste oder eine S&P 500. Das ist dann weg. Ja. Die ist dann halt nur aus der Liste verschwunden. Deshalb habe ich bei meinen Kunden im Endeffekt gesagt, na, das ist okay, dass man die Listen anpasst und verändert automatisch, weil man möchte ja vielleicht eine Beobachtungsliste weiterhin haben, wenn man die selber anlegt und einen Wert hinzufügen. Meinetwegen hier mit Depot, wenn man darauf klickt, jetzt hier FX Flat Fraport CFD möchte ich in dem Depot haben, dann klicke ich da drauf und dann passt sich die Liste Depot bei mir automatisch an. Und dann kann ich sie im Endeffekt wieder ganz leicht den Wert wieder löschen durch Klick auf diesen Button. Wenn jetzt aber im Index so ein Ding verschwindet, so eine Aktie oder so ein CFD, dann ist es ein Problem, weil die taucht denn ja nicht mehr auf. Und wie kann ich mir jetzt da helfen? Zum einen muss ich wissen, was mir da gerade abhanden gekommen ist. Wenn ich das nicht weiß, muss ich es halt irgendwie schauen, dass ich mir rausfinde mit dem Ausschlussverfahren, was halt für einen Wert fehlt. In dem Fall wäre es vielleicht Fraport oder so. Dann gehe ich halt auf Tools, Einstellungen, Instrument Escort, Instrument Listen und hole mir die entsprechende Liste rein. Das war, glaube ich, jetzt hier FX Flat. Ja, ihr seht schon, ihr habt ein paar mehr Listen mit dem da FX Flat Pro, nicht FX Flat. Wo sind sie? German CFDs. So, jetzt rufe ich mir die hier auf und jetzt nehmen wir mal an, Fraport würde fehlen. Der wäre weg. Dann gehe ich hier links auf das Feld und gebe das hier einfach mal ein. FRA. So, und dann kann ich ja hier eingrenzen vom Typ.
dass ich hier nur CFDs sehen will, dann wird es ein bisschen weniger. Ansonsten sehe ich hier alle Nebenbörsen und weiß ich was für CFDs oder Aktien oder andere, sagen wir mal, Instrumente, die mittlerweile schon im Margina Trader vorhanden sind. Und jetzt kann ich gucken, wo ist der FX Flat CFD? Ja, da ist er. Und jetzt kann ich den markieren und nehme den einfach und schiebe den da rechts rüber mit bei gedrückter linker Maustaste. Und der sieht, da scheint ein Pluszeichen an meiner Maus. Loslassen. Dann wäre der jetzt hier drin, so wie er jetzt drin ist. Und dann klickt er nochmal auf Speichern. Dann habt ihr den jetzt wieder zurück in die statische Liste geholt. Deshalb ist es immer ganz gefährlich, davon warne ich, diesen alle Instrumente löschen zu nehmen. Ja, den würde ich halt nicht nehmen. Also da würde ich nur draufdrücken, wenn ich weiß, was ich mache. Wenn ihr so einen Arbeitsplatz chronologisch aufgebaut habt wie ich, indem ich halt, sage ich mal, nur einen Mantel nutze zum Screenen und hier nicht, wie ihr seht, jetzt DAX offen habt, US S&P 500, Nasdaq und so weiter, sondern ich habe Mantel für Screener EU-Aktien und Screener US-Aktien, dann kann ich das auch in dem Sinne nutzen, weil das verschwindet dann nicht, wenn ich das X drücke, weil ich unter Verwaltung meinen Screener EU noch angehakt habe, ja. Und ich im Endeffekt in diesem Mantel hier mein Screening vornehme. Ich kann also sagen, okay, Screener EU, statische Listen. So. Nehme ich mal MDAX raus bei FX Flat und ich nehme raus, schauen wir noch, was haben wir da noch drin? Das haben wir jetzt noch reingeschoben. Was ist, wo ist es? Da, German CFDs. Und so kann ich halt immer, sagen wir jetzt auch, wenn ich möchte, Screener EU, könnte jetzt hier auch die Forex durchschieben. Und das Screen, ich kann halt quasi in den Screener jeden Index hineinladen und wenn ich hier etwas rauslösche, dann hat es keine Auswirkung darauf, weil ich halt immer noch die Verwaltung Screener EU im Hintergrund laufen habe. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Wenn ihr das mit DAX und so weiter oben offen habt, dann wird es halt ein bisschen schwierig, das chronologisch aufzubauen. Bitte nicht dieses alle Instrumente löschen oder einzeln mit Entferntaste löschen. Wenn ihr das nicht wollt oder das euch zu schwer ist, dann nehmt bitte das unter der Konfiguration hier raus. Tools, Einstellungen, Konfigurationsescort und dann nehmt diesen Haken hier raus. Ja. Statische Instrumentenliste automatisch aktualisieren. So, dann, wenn ihr mal entfernen drückt, dann bleibt die im Hintergrund halt gleich. Ja, ich mag es ganz gerne, weil ich mich schon ein bisschen besser auskenne mit der Materie, dass ich eigene Listen halt anpasse. Wenn ich die über die Liste im Chart anpasse, dann mache ich das ganz gerne so. Wer das nicht möchte, der sollte hier den Haken dann rausnehmen. Oder an dieses X auf keinen Fall drücken. So. Danke, höre ich dich da. Wunderbar. Wenn die Frage ein bisschen größer schieben. Meine Maus spinnt heute auch ein bisschen. So. Ja, das Kreuz zum Löschen wird sehr oft genommen und das zerschießt euch dann halt, sage ich mal, die Listen und dann sind die halt weg. Ja, deshalb arbeite ich gerne im Mantel mit Screener, den ich mir selbst erstellt habe. Also macht euch eine Instrumentliste, nennt die Screener. Und kopiert die einfach hier rein über statische Listen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Okay, wer noch Fragen hat? Bei dir konntest du den Wert nicht mehr finden. Okay, dann hast du wahrscheinlich das Instrument gelöscht. Das kann sein. Wenn du jetzt irgendwie im Screener warst. Einstellung Instrument Escort. Und das Ding ist weg, dann ist das natürlich sehr doof in dem Fall. So, nehmen wir CFD.
CFD. So. Und bist dann hier auf Details und gehst hier auf Löschen. Und dann ist das Ding, sage ich mal, weg. Ja. Wenn du nicht die richtige Bezeichnung eingibst, dann ist es auch schwer, so ein Instrument wieder zu finden. Ja. Also ein bisschen fricklich. Wenn das alles weg ist und du jetzt, sage ich mal, gar nicht mehr weißt, wo was ist, dann mach Folgendes bitte. Dann gehst du hier auf Tools, Einstellungen, Instrumente, Märkte und Mappings. Klickst da drauf, sagst okay und gehst auf FX Flat oder wo immer du jetzt gerade den Arjuna Trader dann benutzt. Ich hoffe bei FX Flat. Gehst auf Import und dann holt er dir das Instrument wieder rein. Na, das kannst du machen, dann ist es wieder drin. Und wenn dir die Liste auch zerschossen wurde, dann kannst du auf Instrumentlisten gehen und dann kannst du dir die Listen auch wieder importieren, die na, zu deinem Broker halt dann passen. Hier hinten, Instrumentlisten Broker, holst dir die Listen wieder rein und dann sollte wieder alles okay sein. Ja. Okay, wer jetzt noch Fragen hat, der kann sie noch gerne stellen. Die beiden Fragen sind jetzt somit, glaube ich, beantwortet mit den Speicherebenen. Natürlich noch abschließende Speicherebene. Wenn ihr alles gespeichert habt, Arbeitsplatz, Vorlagen und so weiter und ihr seid happy, euer Arbeitsplatz ist fertig und ihr arbeitet, ihr tradet, ihr macht und tut, dann tut mir bitte einen Gefallen und macht regelmäßig ein Backup. Ja? Wie macht man das? Haupt, Backup, Backup. Da ist es. Und dann habt ihr hier eine Grundeinstellung, die sieht vielleicht anders aus als bei mir, aber die beiden Haken hier oben sind gesetzt. Das da unten ist für mich persönlich nicht wichtig. Das, was die Speichergröße ist, seht ihr hier, sind 577 Megabyte. Wenn ihr hier oben Daten dazu nimmt, dann wird es mehr, es sind 690 und habt ihr, sag ich mal, noch mehr gehandelt, noch mehr Historie, noch mehr Schnappschüsse, dann kann das schon bis 2, 3, 4, 5, 6 Gigabyte gehen. Ist nicht nötig, so für mich nicht. Ich nutze nur die ersten beiden. Dann ist Programm gespeichert und das, was letztendlich Conditions, Indikatoren, steht ja alles dabei, was ihr gelöst habt. Dann braucht ihr nur auf Backup klicken. Das mache ich jetzt nicht, weil dann läuft das Ding los und ja, speichert letztendlich alles ab. Auch die dazugehörige Version. Ja, ist ja auch wichtig, wenn auf dem Laptop die Version 1 ist und baue ich auf dem Fest-PC die 2, dann müsst ihr ja auch gucken, es könnte zu Problemen kommen, wenn die Version nicht übereinstimmt. Und das macht ihr automatisch, ihr zieht sich die runter, die Version, und gleicht die letztendlich ab und installiert die dann noch. Wenn ihr das, sage ich mal, automatisch machen lassen wollt, dann stellt euch doch hier einfach letztendlich die Zeit ein, wann und wie das automatisch immer passieren soll. Ich selbst habe einen Zettel am Laptop dran oder am Dings, mache ein Backup und dann drücke ich auf die Taste und dann mache ich das, weil ich ja nicht immer zur selben Zeit am Rechner sitze und das auch gar nicht haben möchte, dass es auf einmal losrennt. Aber wer das nicht macht, möchte, der macht sich hier einfach einen Zeitplan, erstellt er sich und gut ist. Bitte nutzt diese Backup-Funktion. Ja, das reicht auch wirklich einfach und empfohlen, erweitert, braucht ihr das nicht, nur für Spezialisten. Wer jetzt hier wissen möchte, genau was er anhaken möchte, würde ich jetzt nicht empfehlen. Wichtig ist, ihr macht ein Backup und vor allen Dingen, wenn es mal nicht funktioniert mit dem Backup, bitte nutzt diese Vorlagenfunktion über Listschartgruppe speichern, denn mit diesen Listschartgruppen holt ihr viele Arbeitsplätze wieder zurück. Ich habe schon einigen Kunden die Arbeitsplätze gerettet, nur aufgrund dieser Funktion, dass wir halt die entsprechenden Listchartgruppen und Chartvorlagen gefunden haben, also die niedrigste Ebene. Klick dauert dann halt ein paar Klick mehr, aber ihr habt letztendlich dann, sage ich mal, auch euren Arbeitsplatz wieder. Also Speichern ist ganz, ganz wichtig. Ja. Okay. Wer jetzt noch Fragen hat, gerne noch stellen. Ansonsten wäre ich soweit durch mit dem Programm. Kann auch mal kurz zeigen auf meiner Homepage. Wer mit mir gerne Kontakt aufnehmen will, kann natürlich das auch
über die E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de machen. Kann aber auch gerne Informationen zu mir, zu meinem Handelsprogramm, das zufällig der Agina Trader ist, letztendlich sich holen. Das ist hier auf tradercoach.de. Und wer natürlich bei FX Flat ein Konto eröffnen möchte und das noch nicht gemacht hat, was ich natürlich sehr empfehlen würde, der kann unter Services hier ein Konto, das habe ich zu schnell geklickt, Leistungen, Services, mit dem Klick hier auf den Button ein Konto eröffnen und bekommt dann von mir natürlich eine Online-Coaching-Stunde 1 zu 1 via Skype von mir und die entsprechenden Index-CFD-Listen und diesen Mercury-Handelsplatz. Aber nur bei Kontoeröffnung. Okay. Dann schaue ich nochmal auf die Fragen. Ist nichts mehr reingekommen, tatsächlich. Oh, ist gut so. Und dann habe ich das, glaube ich, so gut erklärt, dass es auch verstanden wurde. Das Ich hast du freue auf mich jeden Fall. dann. Schreibt auf jeden Fall eure Fragen, wenn etwas auftaucht. Und ich denke, es gibt immer Fragen an mich im Vorfeld oder dann hier rein, damit wir das wieder vorbereiten können. Und für euch, dann sagen wir, die Zeit ist ja für euch da. Also ist im Endeffekt direkte Hotline, ohne, sage ich mal, jetzt eins zu eins im tollen Service-Team von FX Flat zu sein, die natürlich auch immer bereitstehen. Aber wenn wir das schon so abfedern können, dann ist das natürlich optimal. Genau. Okay, dann bin ich soweit durch. Ja, dann beenden wir tatsächlich dann auch hier. Bringt ja nichts, jetzt 13 Minuten zu warten bis 19 Uhr. Genau, wann haben wir den nächsten Termin, können wir noch sagen? Wir haben im Juni, glaube ich, den nächsten Termin. Am 24. Juni sehe ich. Genau. Das Genau. hast du richtig gesehen. Den Kalender zufällig hier noch in der Hand. Der knistert hier noch, weil den habe ich gerade von der Wand abgenommen. Sonst hätte ich ihn wirklich tatsächlich übermalt und das wollte ich nicht. Und von daher freue ich mich auf den 24. Juni zum nächsten Agina Trader Helpdesk mit FX Flat und mit dem Super. Netz. Ich freue mich auch, Carsten. Vielen, vielen Dank. Und natürlich an die Teilnehmer fürs Dabeisein und für die Fragen. Ja, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal auch wieder dabei sind und Fragen mitbringen. Bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute, gute Trades und noch eine schöne Woche. Dir natürlich auch, Carsten. Schönen Abend und bis demnächst. Du hast das Schlusswort. Ja, für mich war es auch wieder schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich aufs nächste Mal. Habt einen schönen Abend und passt auf euer Geld auf. Ciao.